Ja, moin Leute, heute Donnerstag, der, schlag mich tot, Moment, 15. Dezember, 13 Uhr, wir wollen Öl abfüllen, also unsere Kunden wollen das Öl unbedingt haben und wir müssen das heute abfüllen und da nehme ich euch wieder mit und ich ziehe mich erstmal um und dann sehen wir uns drin wieder. So, wir sind jetzt hier drin, ich habe mich wieder umgezogen, wie das sein muss und ich zeige euch jetzt mal hier die Abfüllanlage. Wie das hier funktioniert. Im Endeffekt ganz einfach, die ganze Anlage funktioniert mit Unterdruck. Das heißt, hier in dem Pott wird Unterdruck erzeugt und der saugt das dann hier rüber, zack, durch die Schläuche, durch den Filter, den wir haben. Der Filter ist nur dafür da, der zieht jetzt keine Vitamine oder irgendwelche wichtigen Bestandteile raus, sondern nur die Schwebstoffe, wenn große Schwebstoffe sind. Also es ist ein grober Filter und dann geht der Schlauch zack hier runter, hier rein. Und hier raus wird das Öl rausgesaugt. Wir können hier im Endeffekt nur einstellen, wie stark gesaugt oder der Unterdruck hier ist in dem Gefäß, also wie schnell das Öl durch die Schläuche schießt und die Höhe der Schiene hier im Endeffekt, das ist dafür da, das kann ich mal zeigen, wenn wir jetzt hier das Ding runterstellen in der Flasche, wie weit der Nupsi reingeht und die Füllhöhe sozusagen begrenzt. Also damit stellen wir ein, wie viel Öl da sozusagen reinkommt. Und das wird einfach ruckzuck, zack, nächste Flasche drunter. Ich sage jetzt mal, eine Flasche dauert ungefähr 5 Sekunden, dann ist sie voll. Und dann muss sie im Endeffekt nur noch wieder verschlossen werden. Das zeige ich auch nachher noch. Und ja, so geht das hier durch. Eine Flasche nach der anderen. Von den Deckeln her, wie wir das jetzt verschließen, das zeige ich euch jetzt nochmal. Da gibt es mehrere verschiedene Deckel, zum Beispiel diesen hier, der ist mit Ölausgießer, das heißt, wie jeder das kennt von der Ölflasche, dass da so ein Plastiknupsi drin ist, wenn man die Flasche aufdreht zum Ausgießen, dass es nicht so doll tropft. Mit Originalitätsring hier außenrum, der wird zusammengepresst nachher und also dass man halt dieses typische Knacken, wenn man die Flasche aufdreht, hat, damit man weiß, da war noch niemand dran gewesen. Ja, ja, und die werden im Endeffekt einfach oben drauf gesetzt, zugedreht. Mit der Hand machen wir das alles und zum Schluss mit der Zange der Ring unten zusammengedrückt und dann ist fertig. Ja, moin Leute. Heute Samstag, der 17. Ja, was gibt's Neues? Die Woche nicht viel passiert. Das Öl ist jetzt weggegangen. Ach, ich habe euch gar nicht gezeigt, wie man die Flaschen zumacht mit der Zange. Zeige ich nochmal irgendwann. Ja, was steht an? Was gibt's? Ich habe einen Moment, ich muss das mal holen. Liegt hier. Ich zeige euch das jetzt mal kurz und ihr überlegt mal, was das sein könnte. Habt ihr richtig gesehen? Normaler 220 Volt Anschluss und das ist ein 3-poliger Stecker. Ist auch alles original verpackt gewesen hier von Agravis. Richtig. Der ein oder andere denkt sich schon. Das ist ein Anschluss für den Trecker und zwar hier, zeige ich euch, unter der Kabine, also am Tritt, ist ein Stecker, dreipolig. Und da, das werden wir jetzt hier gleich mal einbauen. So, Kabel liegt bis hierhin, habe ich schon zusammengesteckt und jetzt muss im Endeffekt der Stecker nur noch reingesteckt werden und Strom drauf gegeben werden. Gucken wir uns das mal an, ich muss jetzt selbst erstmal gucken, wie rum, andersrum, so. Muss der hier rein? So, ich weiß nicht wie weit. So ist er jetzt richtig schön drin. So, und jetzt mache ich nur noch einmal den Stecker in die Steckdose. Und zwar hier. Ja, und einer hat mir das echt beschissen. Mal gucken, was passiert. Ich habe keine Ahnung. Ob jetzt irgendwo eine Lampe angeht oder. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Werden wir gleich sehen. Wir gucken gleich mal rein, ob da irgendwas leuchtet. Oder ich kann hier gleich mal hochgehen. Alles ist abgeschlossen. Nee, ich weiß nicht, könnt ihr was sehen von da oben? Leuchtet nichts. Keine Ahnung. Kann ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr sowas auch habt. Und wie lange das drin sein muss, bis das irgendwas sich erwärmt hat. Weil es konnte mir auch keiner sagen, ob das nur jetzt das Kühlwasser ist, was erwärmt wird, oder auch die ganzen Öle. Das konnte mir leider keiner sagen. Also irgendwas passiert jetzt gerade hier. Auf der Kamera hört man das wahrscheinlich nicht, aber
Irgendwas zischt jetzt hier. Oder das hört sich so an wie so ein Tauchsieder, der irgendwie läuft. Ne, für die Kamera wird das zu leise sein. Wir lassen das Ding jetzt mal eine halbe Stunde laufen, dann gucken wir mal oben, was die Temperatur sagt. Noch eine andere Sache, die ich in einem Video mal gezeigt habe. Und zwar hat hier mir irgendein Viehzeug diesen Sack hier kaputt gemacht. So, und ich dachte erst, ah, da sind wir bestimmt irgendwie selber hängen geblieben oder so. Aber es ist verdammt merkwürdig, dass alle Scheißsäcke, die ich habe, da drüben ist noch Weizen, wo wir die Drillmaschine leer gemacht haben, auch kaputt, auch aufgerissen. Da habe ich gedacht, wir sind mit der Drillmaschine hängen geblieben. Aber es wurde noch wilder. Und zwar haben wir vom letzten Jahr den Weizen, haben wir noch ein bisschen was über gehabt, hier in die Säcke gepackt. Und pass auf, ich mache jetzt mal Licht an. Alles aufgerissen, dann rumgenagt. Sogar noch teilweise Mais mit zwischen, der teure Mais, der sogar noch zu ist. Alles kaputt. Ja, Ende vom Lied ist, ich habe jetzt was gekauft. Ich mache meine Lampe wieder aus. Und das zeige ich euch jetzt mal. Dafür gehe ich erstmal runter in die Werkstatt. So, wir sind wieder in der Werkstatt hier jetzt und zwar habe ich da sowas gedacht und das auch gekauft. Das ist so eine Europalettengröße, sage ich jetzt mal. So eine Kiste, Kunststoffkiste, ist von, ohne Werbung zu machen jetzt, glaube ich, von Chemo. Gibt das natürlich auch von allen anderen Firmen, die wahrscheinlich dann genauso gut wären. Wenn man jetzt mal reinguckt, Moment. Also es ist komplett zu oben, der Rand, also kann kein Vieh mehr rein. Und da wollte ich jetzt mein ganzes Saatgut reinpacken, was ich über habe. Wenn es in Säcke ist, dass das nicht wieder alles kaputt gefressen wird, weil jeder, der so ein bisschen Ahnung von hat, weiß, dass so ein blöder Sack Mais oder Raps sogar vielleicht im schlimmsten Fall verdammt teuer ist. Und ich habe mir diese Kiste besorgt, die kommt später nach oben, wenn da aufgeräumt ist und da kommen dann die ganzen Säcke rein, dass das nicht nochmal passiert. Alles klar. So, wir gucken jetzt mal, was das Ding hier sagt. Ich habe jetzt eine halbe Stunde hier laufen lassen. Mal gucken, ob er Temperatur hat. Nö, hat er nicht. Also wenn das einer weiß von euch, könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, wie lange man das Ding angeklemmt haben muss, damit das Auswirkungen auf den Kühlkreislauf hat oder so. Weil es kommt jetzt auch keine warme Luft irgendwie aus den Rippen hier raus. Also wenn ihr wisst, wie lange man das Ding hier angeklemmt haben muss oder ob man hier noch was einstellen muss, dann könnt ihr das gerne mal in die Kommentare schreiben. Und ja. Das war es eigentlich schon wieder für den Vlog. Wir sehen uns wahrscheinlich, wenn alles klappt, nächste Woche wieder. Also bis dahin, kommentieren, dieses Video abonnieren, den Kanal und die Glocke aktivieren. Also bis dahin, haut rein.